Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Trek Starfleet Command 3 von w2ss.de. Ich bin Thorsten von w2ss.de und nachdem wir das letzte Mal die erste Mission erfolgreich abgeschlossen haben, wo wir den Romulanern in den Arsch getreten haben, würde ich einfach sagen, wir machen an der gleichen Stelle einfach weiter und wir haben schon eine erste Mission und los geht's. Imperial Intelligence reports increasing acts of piracy in your sector. We will not tolerate piracy against either the Empire or the House of Magoth. Your orders are to exterminate all pirate activity in the area. Okay, das heißt, wir dürfen gegen Piraten vorgehen und wir müssen sämtliche Piraten entweder übernehmen oder zerstören. Ich würde eher so auf zerstören tippen. Ja. Klicken wir mal bereit. Loading. Geben wir mal den offenen roten Alarm. Schon mal, Sicherheitsserver. Mayday. Mayday. Reinforcing Captain Char of the Freighter Blood Money. Requesting immediate assistance. We are being attacked by pirates. Mayday. Okay. Transmitting coordinates. Hurry. I don't know how much longer we can last before the life support systems fail. Okay. Dann schmeißen wir mal den Warp-Antrieb an und fliegen wir mal in die Richtung, die uns angegeben wurde. Okay. So, dann wollen wir den ersten Piraten. Gibt es da mehrere? Okay, erstmal noch nicht. Es ist erstmal nur das Schiff da. Es hat jetzt gemerkt, wir sind eine etwas größere Bedrohung, hoffe ich mal. Und dann werden wir dem Piraten doch mal ein wenig mehr auf den Sack gehen. Ja, der erste Schuss hat ja mal gar nichts gebracht. Oh. Transport. Ach Quatsch, den Traktorstart schon mal anmachen. So. Wir sind dran. Engaging Tractor Beam. Okay, es ist zu viel. So, wenn wir mal die Geschwindigkeit des Gegners annehmen. Ja. Weil so kann er uns erstmal nicht entkommen, hoffe ich mal. Dann drehen wir uns mal wieder. Ja. Das hat uns ja mal richtig viel weitergebracht. Ist das ein Planet da? Oder Nebel oder was ist das? Komm. Du bist einfach nur zu feige, dich im direkten Raumkampf zu stellen, oder? Stimmt's oder habe ich recht? Engaging Tractor Beam. Nehmen wir mal jetzt den stärkeren Traktorstrahl, mal sehen, ob das was hilft. Mehr als verlieren können wir nicht.
Prestige verlieren? Hm, gut. Jetzt haben wir ihn direkt in Schlachtdistanz. Okay, wir können ihn noch nicht angreifen. Okay. The usual type of Klingon curve we tend to lure him. Follow him. Target his engines. We'll knock him low and kill him slow. Engines to full. Okay. Offenbar ist das eine Falle. Erst sagen, wir übernehmen, also wir zerstören erstmal das Schiff. Also ihn hier. Und dann kümmern wir uns um eine Fregatte. So, in der Zwischenzeit starten wir auch mal Shuttles, dass sie dann halt auch mit angreifen. Wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit machen, bin aber noch nicht wirklich dazu gekommen. Gut, wir lassen jetzt auch federn, keine Frage. Dann setzen wir mal eine Reparaturmannschaft ein. Mal sagen, wir lassen die Schiffe mal los. Ich sagte, wir lassen die mal los. Okay, wir können keine Scheiße. Ich denke mal, das sollte jetzt gleich vorbei sein. Gut, ich kann mich auch schon mal geirrt haben. Aber das sieht jetzt schon ziemlich gut aus. So, Nummer 1 ist hinüber. Jetzt ist der andere. Ich denke mal, der andere wird ein wenig schwerer zu knacken sein als mein letzter. So. Also jetzt habe ich offen gestanden wirklich die Faxen dicker. Ich will jetzt den fertig machen. Okay.
Gut, wir lassen jetzt eine Menge Federn. Wieder das Gleiche mit denen. Jetzt habe ich genug. Jetzt sind wir zu weit an der Grenze. Jetzt ziehen wir den erstmal wieder ein bisschen zurück, ja? So, verteidigen. So, wir stehen jetzt alle auf Verteidigen, wenn ich das jetzt richtig gemacht habe. Das heißt, die verteidigen uns. Natürlich greifen sie auch das gegnerische Schiff an. Natürlich. Aber wie es aussieht, geht die Taktik wirklich voll auf. Wir lassen zwar eine Menge Federn, okay, aber es funktioniert. Es funktioniert. Das ist schon mal wenigstens etwas Gutes. Ich denke mal, das war es jetzt für das Schiff, ne? Ja, das war es. Wow, war das jetzt ein Kampf gewesen? Huhu. I have to laugh at the stupidity of these pirates. If any of this cabal of honorless swine remain alive, they'll no doubt be lying low for a few weeks. Wherever we spot one of their bases, you are clear to destroy it. Okay. Okay, wenn wir eine Basis von denen finden, dann sind wir dazu ermächtigt, die unschädlich zu machen. Okay. Was? Okay, wir können eine Sternenbasis erstmal anfliegen. Oh, Schiffswerft. So, welche wollte ich denn haben? Ich habe jetzt eine Kavort. Schiff ansehen. Ich will aber was Besseres haben. Ich will was Böseres haben. Zum Beispiel so eine. Ein Fekir. Was? Kann ich denn eine Fekir bekommen? Nein. Da fehlt uns noch ein bisschen was. So ein Mist. 745 fehlt uns noch. So, aber ich möchte. Aber wir können uns eine Katinka kaufen. So, ich würde sagen, die holen wir uns mal. Ja. We have now purchased a new ship. Und das rüsten wir mal ein bisschen auf. So. Minen holen wir uns nicht. Reparieren im Dock. So. Disruptor 2 sind das alles. Da will ich aber mehr draus machen. Ich will, dass sie schnell laden, dass sie schneller geladen werden. Das bedeutet, dass F effektiv, dass sie halt fast, also schnell geladen werden können. Wir haben 2 K-Foten. Da nehme ich mir. Können wir nicht kaufen, weil die Systemmasse ist über der maximalen Systemmasse. Doof. So, Hüllensystem, Transporter. Können wir da einen zweiten dazu kaufen?
Ja, locker. So einen Traktorstrahl brauchen wir nicht. Einen Computer brauchen wir auch nicht. So, was für mich wirklich interessant ist, der Thruster. Der Thruster ist die Beweglichkeit des Schiffes. So, gehen wir mal hoch. Werden wir ein bisschen übermütig. Ja, es geht maximaler Thruster 4. So, Computer, für mal den Cloaksinn, also die Tarnvorrichtung. Hey, cool. So. Wir haben jetzt eine Dreier, einen Typ 3 Tarnvorrichtung. Wir können uns auch einen Typ 3 Computer kaufen. Mhm. So, Transporter. Können wir uns einen Dreier leisten? Ja, können wir. So, aber den Armor, gucken wir mal. Cool. Nein. Wir können uns... Okay. Also wie ihr seht, wir können das Schiff fast nach unseren eigenen Vorstellungen machen. Wir müssen halt nur immer die Systemmasse und die maximale Systemmasse eben genau ansehen. So, ein D7 oder auch Kreuzer der... Katinga-Klasse steht seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Formen im Dienst. Sogar länger als die Brel-Klasse. Wie bei der Brel hat sich die Entwicklung des Schiffs als derart effizient herausgestellt, dass kein Grund gesehen wurde, sie aus dem Depot zu nehmen, aus dem Dienst zu nehmen. Anstelle dessen wird die Katinga technologisch modernisiert, damit sie auf dem neuesten Stand bleibt. Klasse leichter Kreuzer, CL. Okay. Annehmen. So, und ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit den Videos von wtoss.de und bis zur nächsten Folge mit Sicherheit. Bis denn dann. Tschüss.